Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed. Das, was wir übrigens jetzt die nächsten 34 Spielminuten sehen, ist ein Commentary-Video. Das ist mal wieder die Hälfte der Kommentarspur verschwunden. Deshalb nutze ich jetzt einfach den Sonntagmorgen. Also ich denke mal, das Video geht dann heute auch noch online. Das heißt, ihr bekommt zumindest den Postproduktionstag mit. Und daher wünsche ich euch vor allen Dingen auch einen guten Sonntag. Ich sitze jetzt früh hier mit einem Kaffee. So, und beschäftige mich einfach mal mit dem, was so in letzter Zeit war. So im Bereich, Kommentarbereich, Twitter und so weiter hast du nicht gesehen. Da gucke ich als erstes mal rein und versuche dann nebenbei immer noch ein Auge auf das Spiel zu haben. Und kommentiere das dann halt mit. So, aber ganz kurz nochmal zur Eingliederung, wo ich stehen geblieben sind. Wir hatten es letztes Mal mit Steuereintreibern zu tun gehabt und haben im Prinzip so wie so eine Art erste Bruderschaft aufgebaut. Wir hatten diesen Typen mit seinem Hackbeil rekrutiert, sind aber persönlich in unseren eigenen Angelegenheiten noch nicht weitergekommen. Und das ist halt jetzt unser Ziel. Die Teeparty, Sequenz 6. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Also, nur weil ich vorangehe, heißt das natürlich nicht, dass wir nicht auf neue Probleme treffen. Die schicken im Prinzip eher den, ich sag mal, den Berserker vor, der mal wieder alles freiräumt, damit die ein einfacheres Spiel haben. So, Boston, 16. Mist, Dezember 1773. Wir müssen den Zorn der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Und natürlich ist es halt auch so, dass der 16. Dezember 1773 der Tag war, an dem er die größte Tasse Tee gemacht hat, um es mal so zu sagen. So, also die Wachen. Wenn man sich die Wachen so anguckt, das sind einfach zu viele. Also die kriege ich nicht leise eliminiert. Dafür stehen sie zu eng aneinander. Das heißt, das kriege ich nur mit einer relativ fixen Offensive hin und hoffe halt, dass da nicht so viel Verstärkung dann nachrückt. Das heißt, ich greife einfach so an. Yay! Die ersten zwei sind schon mal weg. Sehr gut. Ja, es macht sich natürlich sehr gut. Nach wie vor, ich muss auch wirklich sagen, dass generell das Kampfsystem mit den zwei unterschiedlichen Waffen, mit dem, was sind das, mit dem Messer und mit dem Tomahawk, ist eine sehr geile Geschichte. Die Moves sehr, sehr geil inszeniert und so weiter. So, und wir nutzen natürlich auch die Gelegenheit, auch mal ein bisschen zu plündern, weil wir haben so gut wie keine Kohle gemacht in letzter Zeit. Wir sehen es da unten, wir haben 153 Pfund, das ist mal lächerlich wenig. Da müssen wir zwingend aufstocken, weil damit können wir uns nichts leisten. So, ich habe schon überlegt, ob ich mal zwischen den Aufnahmen in das Spiel reinschaue und mal fernweg von Story-Missionen einfach ein bisschen Geld sammle, indem ich zum Beispiel Sammelaufgaben mache und so weiter. Da schon ein bisschen vorproduziere. Ich weiß es nicht. Innerhalb des Let's Plays macht es für mich teilweise, oder dann halt auch mal auf die Jagd gehe, weil innerhalb eines Let's Plays ist halt immer ein bisschen anstrengend.
Oh, 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 oh. Die nehmen wir am besten als Schutzschild. Weil innerhalb eines Let's Plays will sie ja schon auch zumindest so mit der Story vorwärts kommen. Ah, das ist scheiße. Nein, 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 nein. Ah, ihr Drecksäcke. Jetzt muss ich mal ganz kurz eben um die Ecke schwimmen. Aber die schießen immer und immer, immer wieder. Die haben doch nur einen. So einen Schusser. Müssen doch irgendwann mal nachladen. Ups. Sehr schön. Ach, hallo. Das Spiel setzt diese Finisher-Moves einfach zu schön in Szene. Das war jetzt sehr still. Ich dachte, da kommt wenig. Ach ja, okay. Ich habe schon einen Dialog vermisst. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tut. Ich will dich eigentlich nicht kommandieren. Ich glaube, ich bin. Ich bin schneller in dieser Angelegenheit, wenn ich die einfach alle selber töte. Wo sind die denn? Und nirgendwo was Gutes angezeigt. Sind die Schiffe noch sicher? Weiß es nicht. Hier war es zum Beispiel auch so, dass ich überhaupt nicht gerafft habe, dass ich diese T-Boxen hier auch schmeißen kann. Das werde ich erst zum Ende des Kampfes hin machen. Ja, es tut mir so leid. Ja. Und dann werde ich auch höchstwahrscheinlich die 10 nicht schaffen. Aber zumindest konnte ich meine Leute retten. Das darf ich schon mal verraten. Das war auch ein anstrengendes immer hin und her rennen. So, und während ich hier kämpfe, kann ich dann eigentlich die Zeit auch mal ideal dafür nutzen, mal so ein bisschen in den Kommentarbereich von meinem YouTube-Kanal zu schauen. Und da muss ich sagen, da hat sich ja ein bisschen was getan. Wir haben mittlerweile einen weiteren festen Zuschauer, und zwar den Mr. Mili, der etwas macht, was ich sehr geil finde. Er bemüht sich, jedes Video zu kommentieren. Das ist, ich sehe das. Und ich weiß das durchaus zu schätzen. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Das ist. Ich hoffe, wir werden auch deinen Ansprüchen mit unseren Videos auch weiterhin gerecht. Unter anderem sehe ich auch, dass er die hatte diese Funktion eingestellt, dass wenn er ein Video liked, taucht das automatisch auch auf seinem Twitter-Account auf, dass er auf YouTube dieses Video geliked hat. Sehr geil. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist, wird so gut wie jedes Video wird von ihm geliked und kommentiert. Ich Chapeau, Dankeschön. So, dann scroll ich mal durch, ob es denn hier auch irgendwelchen wichtigen Fragen oder inhaltlichen Bezug gab. Genau, ich hatte, glaube ich, mal in einer der letzten Folgen gefragt gehabt, ob es sinnvoll ist, dass ich die Datenbank-Einträge einfach mal mitkommentiere, beziehungsweise mit vorlese. Ich glaube, das ist die Frage, auf die er dann geantwortet hatte vor 4 Tagen, wo dann stande, hat nichts dagegen. Ja, dann werde ich das einfach mal hier und da so machen. Ich werde nicht alle Einträge lesen, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Ja, da könnte man genauso gut in Geschichtsunterricht gehen, diese meistens genauso gut. Auch wenn die deutschen Geschichtsunterrichtsstunden, die den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg so gut wie gar nicht behandeln. Warum auch? Wir haben innerhalb von Europa genügend eigene Geschichte, gerade auch zu dem Zeitpunkt. Ja, aber ich werde, wie gesagt, dahingehend mein Verhalten umstellen. Ich werde da einfach mal ein paar zusätzliche Beiträge, die ich für wichtig und relevant erachte, dann vorlesen. Das kann ich aber leider erst nach dieser Session hier machen. Diese Session ist bestimmt, na, ich sag mal, 4 Folgen mindestens lang. Das heißt, ich werde erst danach anfangen. Ja, das liegt einfach daran, dass ich immer schon vorproduziere, bevor das letzte Video schon online war, wo dieser Kommentar geschrieben wurde, hatte ich halt dieses Video hier eigentlich ja schon vorproduziert gehabt. Ja. Aber ich werde danach
danach wird es dann so kommen. So, hin und wieder bekommen wir auch mal hilfreiche Tipps von Mr. Mealy, der uns unter anderem erzählt, dass dass wir, also wo wir zum Beispiel die Rüstung von Achilles herbekommen, die Montur, und was wir dafür tun müssen, das ist auch sehr, sehr nett. Ich finde es generell geil, wenn mir jemand auch auf meine Fragen antwortet. Ja. Ich dachte ja ursprünglich meine ganze Zeit lang, dass die Rüstung, die wir jetzt anhaben, eigentlich die von Achilles wäre. Dass es in Achilles eine alte wäre, aber gut, da scheine ich mich nicht, da scheine ich mich gehört zu haben. So, was haben wir denn hier noch? Oh ja, Sprudel Männlich heißt jetzt übrigens Sprudel Akbar, der hat sich auch mal wieder gemeldet. Innerhalb der Uncharted-Videos, an denen natürlich auch ganz liebe Grüße. So, muss ich mal ein bisschen scrollen. Pam, 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 pam. Ja, die hat sich unter anderem auch Darkest. Was er schon? Okay, dann höre ich kurz auf zu reden. Es ist vollbracht. Connor? Die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier. So, und da ist auch hier wieder etwas gewesen, was mir aufgefallen ist. Warum nutzen wir nicht die Gelegenheit, wenn wir den direkt vor uns haben, inklusive Charles Lee? Ja? Und machen die nicht fertig? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das macht mich wuschig, dass das so ist. Na gut. Gehen wir weiter durch die Kommentare. Also, wen haben wir denn hier noch? Wir hatten hier, wie gesagt, The Darkest, der sich unter anderem auch darüber aufgeregt hat, dass derzeit im Team Deathmatch bei Call of Duty sehr, sehr viel gekämpft wird und damit hat er vollkommen recht. Der Kollege ist auch ein bisschen älteren Jahrgangs, noch ein bisschen älter als ich. Und er stellt halt auch fest, dass das einfach dadurch die, die ganze Spielmechanik von Call of Duty einfach nur an Reiz verliert. Gerade bei Kill Confirmed, also hier Abschuss bestätigt, ist es ja so, wenn du jemanden abschießt, musst du zwangsläufig ja dessen Marke sammeln. Und das macht der Camper nicht. Der Camper bleibt dann hinten in seiner Ecke und wartet, bis jemand anders auf diese Marke zurennt, erschießt ihn dann und das macht er zwei, dreimal und hat nie eine positive KD. Wir haben das am Ende mal kontrolliert, die ganzen Camper, die uns in letzter Zeit auf den Sack gingen. Keiner von denen hat eine positive KD-Statistik gehabt. Das also bedeutet, sind trotzdem öfters gestorben, als sie jemanden erschossen haben. Lächerlich. Na gut. So, also daher auch ganz liebe Grüße an Darkest Hour. Bup, 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 bup. Wen haben wir hier noch? Longboard, Mensch, 4.0. Ach Mensch, schon ein bisschen her, dass er geantwortet hatte. Das letzte Mal war das, wenn ich das richtig sehe, beim Assassin's Creed 3 Video, dem ersten, was wir zu dieser Reihe gemacht haben. So. Ja, genau, hier betreut er, betreut er, was erzähle ich denn für einen Blödsinn? Hier betont er nochmal, dass er im Prinzip die ganze Reihe Assassin's Creed, die wir hier machen, Zeit Assassin's Creed Rogue verfolgt. Wir haben, der eine oder andere wird es eventuell nicht wissen, wir haben hier nicht chronologisch angefangen. Wir haben ja aus Lust und Laune heraus mit Assassin's Creed Rogue angefangen, als es damals rauskam, parallel zu Unity, weil sich so gut wie gar keiner damit beschäftigt hat. Lief auch selten gut, muss ich sagen. Also das erste Video wurde für meine Verhältnisse mehr als üppig geklickt mit 1800 Klicks. Das war schon, ja,
Das war schon relativ viel für ein Video. 1800. Ja, also zumindest für meine Verhältnisse. Beschafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst der Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. So, und damit meint er der auf die Karte eingezeichneten, genau da oben links sehen wir es, diese Kelch-Symbole. Die haben wir hier im Grenzland und natürlich bei uns in Davenport. Und da habe ich jetzt mal probeweise eins eingesammelt. Nicht interessant genug, dass ich das jetzt durchkommentiere. Darum mache ich hier wieder weiter. Also wie gesagt, wir hatten ursprünglich mit Assassin's Creed Rogue angefangen. Wie gesagt, hat prima funktioniert. Und daraufhin, weil die Resonanz so gut war und war vor allen Dingen, weil es auch Zuschauer gab, die halt wirklich jede Folge mit beobachtet haben. Und dazu zählen unter anderem Longboard 4.0 und der Kollege Sprudelmännlich, der jetzt Sprudel Akbar heißt. Habe ich einfach mal nachgefragt, ob überhaupt das Interesse besteht, mal die das komplette Assassin's Creed-Universum durchzuspielen. Also das heißt halt, alle Hauptteile, die auf den Konsolen rauskamen und PC, aber auch zum Beispiel Assassin's Creed Liberation, was ja vorerst nur Vita-exklusiv war, was dann später nochmal in einer HD-Auflage später nochmal für die PlayStation 3 rauskam. Und genau das machen wir halt. Und seitdem haben wir, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wir haben Rogue durchgespielt. Wir haben Teil 1, Teil 2, Brotherhood, Revelations und jetzt sind wir bei Assassin's Creed 3 angelangt. Das ist mittlerweile über ein Jahr, in dem wir dieses Projekt durchziehen. Haben wir sechs dieser Spiele durchgespielt. Natürlich immer parallel zu ein paar anderen Geschichten, die auf dem Kanal laufen, ist klar. Aber das ist halt so das größte Projekt, was dieser Kanal höchstwahrscheinlich auch jemals machen wird. und dafür bin ich also, dass da wirklich Leute dabei sind, die tatsächlich jetzt über ein Jahr lang diese Videos gucken, ja, zu Assassin's Creed und so weiter. Ich bin da sehr, sehr dankbar drum. Ja, und da, was hast du für mich? Und? Das sind ein paar gute Stücke. Dafür kriegst du einen Brief, jawohl. Bitte schön, Captain. Den Rest hole ich mir später. So, jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Jetzt habe ich schon wieder im nächsten Kommentar geblättert. Ja genau, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass es diese Leute gibt. Und wie gesagt, es sollen auch an der Stelle auch nochmal gegrüßt sein. Hin und wieder, ich gehe auch davon aus, gibt es ein paar Leute, die das gucken anhand der Viewzahlen, die relativ stetig sind. Ist zumindest so erkennt, dass es auch Leute gibt, die das sonst auch regelmäßig gucken. Aber zum Beispiel nichts unter die Kommentare schreiben. Die unbekannterweise grüße ich natürlich auch, aber natürlich in allererster Linie die Lieblinge, die tatsächlich regelmäßig kommentieren und liken. Und dazu gehört halt nun mal Longboard 4.0, Sprudel Akbar, der hin und wieder noch reinschaut. Und natürlich derzeit Mr. Mili, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich spreche es einfach mal englisch aus, weil das Mr. davor ist, also Mr. Mili. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Also wie gesagt, also ich werde das nicht vergessen, dass du seit Anfang an mit dabei bist. So. So, das schreibt er. Echt cool. Wir können, also Longboard 4.0 schreibt noch echt cool. Wir können, wenn ich die PS4 vielleicht auch mal, wenn ich die PS4, also er meint bestimmt, wenn er die PS4 dann auch hat, vielleicht mal zocken, wie wir es damals vorhatten, aber noch nicht gemacht haben. Ja, grundsätzlich können wir das machen. Ich betone aber immer, dass die Spielzeiten bei mir nach hinten raus auch sehr spät sein können. Derzeit ist es übrigens so, ach nee, warte mal, ich muss mal ganz kurz pausieren, ich komme gleich wieder drauf.
Wir sehen hier Achilles, der sitzt auf diesem Stein. Das behaltet mal bitte im Hinterkopf. Der sitzt da draußen auf diesem Stein. So. Wie gesagt, also aufgrund meiner familiären Verhältnisse, ich habe ein Kleinkind zu Hause, ich bin natürlich berufstätig und so weiter. Kommt sehr oft vor, dass ich Spiele, die sind dann, also von der Uhrzeit her, die liegen dann irgendwo zwischen 23 und 2 Uhr, also 23 Uhr und 2 Uhr morgens. Das sind natürlich also Zeiten, wo ich nicht wirklich den Leuten empfehle, gerade wenn sie noch zur Schule gehen, dass sie da mit mir tatsächlich noch eine Runde spielen. Also das... Ich meine, solltet ihr da wach sein und so weiter, ich habe da nichts dagegen. Ich werde auch eventuell mal eins machen, ich werde in den Videos ich habe irgendwo gehört, dass man im Prinzip im PlayStation Network wie so eine Art Interessengruppe aufmachen kann. Wenn ich rausgefunden habe, das werde ich mir heute mal im Laufe des Tages nochmal angucken, wenn ich rausgefunden habe, wie das funktioniert, werde ich die freigeben, werde sagen, wie die heißt und dann kann man sich in dieser Gruppe treffen und dann müsste das dann auch funktionieren. Dann sieht man, wann jemand online ist und so weiter. Ja. Also daher, klar. Es hilft natürlich dann übrigens auch PlayStation Plus Mitglied zu sein, lieber Lasse. Ich meine, glaube ich, musst du ja sowieso sein, damit du online spielen kannst. Aber da ist es zum Beispiel so, dass wir die Möglichkeit haben, kurze Pause. Es kommt nämlich gleich noch was Bemerkenswertes. Ich laufe jetzt zu diesem Punkt, der hier noch 30 Meter weg ist. Und wen sehen wir da? Achilles. Aber stand er vorher nicht... Saß er vorher nicht auf einem Stein? Rechts vom Gebäude? Wir gehen mal schnell rüber. Aha. Wen sehen wir da? Da sitzt er immer noch. Achilles. Sein Zwillingsbruder. Wer weiß, wer weiß. Mysteriös, mysteriös. Also eine kleine Geschichte, die hätte man ruhig ausmerzen können als Fehler. Oder ist es ein unheimlicher Zufall? Wir wissen es noch nicht. So, komm, interagier mit ihm, genau. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Kanindogo, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Ja, und so muss man halt auch mit den Konsequenzen seiner Taten bzw. seiner Unterlassungen auch leben. So, das heißt, wir sind jetzt eilig auf dem Weg zu dem Treffen zwischen den Indianern und Johnson. Das findet, glaube ich, irgendwo im Outback statt, nicht im Outback, im Hinterland. Da haben wir noch wieder ein paar Minuten Zeit weiter zu reden. So, also wie gesagt, grundsätzlich besteht die Möglichkeit, wie gesagt, ich gucke mal, ob man da solche Interessengruppen aufmachen kann, weil dann, wie gesagt, derzeit spiele ich relativ häufig Call of Duty, Black Ops 3 oder unter dem Fachexperten Cotblobs. Und ja, aber wie gesagt, PlayStation Plus, wichtig, das sollte man auf jeden Fall haben, weil sonst kann man nicht online spielen. Und im PlayStation Plus haben wir vor allen Dingen auch regelmäßig Spiele, die ab und zu mal so kleine Perlen sind, wo es sich wirklich lohnt, miteinander zu spielen. Also wir hatten jetzt derzeit im aktuellen PlayStation Plus in der Instant Game Collection das Spiel Helldivers, von dem ich riesengroßer Fan geworden bin. Das ist ein kleines, aber sehr, sehr geiles Spiel, was unglaublich viel Spaß macht.
was wirklich, also das ist jetzt, das sind jetzt keine High-End-Produktionen wie zum Beispiel dieses Spiel hier, aber es ist, es halt, es bringt halt unglaublich viel Spielspaß mit sich und so weiter. Das kann ich dann nur empfehlen und dann lohnt es sich auch mal mehrere Spiele außerhalb dieser, vor allem außerhalb dieser Aufnahmen. Also ich mache halt die Aufnahmen dann doch relativ selten im Verhältnis zu der Zeit, in der ich tatsächlich auch mal so für mich spiele. Dann lohnt sich das mal. Bei Aufnahmen ist es immer, ich werde auch hin und wieder mal gefragt, ob man mal gemeinsam was aufnimmt. Das kann man tatsächlich dann nur beim richtigen Multiplayer-Titel machen, ist klar. Und auch die dürfen nicht großartig mit Story übersät sein, sodass das gemeinsame Palaver hinter Mikrofon halt davon ablenkt. Also würde beispielsweise bei Minecraft gehen, wobei ich sagen muss, dass wahrscheinlich eine ganze Zeit lang dauern wird, bis ich eventuell Minecraft nochmal anfange. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Obwohl ich ja schon Bock hätte, mal wieder zu bauen, spiele derzeit wieder den Story-Modus. Also hier Minecraft-Story-Modus, dieses Telltale-Adventure. Was ja mit der eigentlichen Mechanik von Minecraft nichts zu tun hat, sondern nur das als Setting benutzt. Und ja, so ein bisschen hat man schon das Gefühl, dass, ja, das könnte man eigentlich mal wieder anfangen. Aber ich weiß nicht, erstmal die Motivation dazu finden, wieder einen neuen Server finden, auf den man dann, ja, ich weiß noch nicht. Na, mal gucken. So, dann haben wir hier Florian Freitag schreibt, yo, hi, können wir mal zusammen oder öfters Black Ops 3 spielen? Darauf habe ich geantwortet bereits. Ich versuche öfters COD-Videos einzustreuen, die Aufnahmezeiten liegen allerdings, hier habe ich es auch nochmal erwähnt, zwischen 12:30 und 3 Uhr morgens. Gut, okay, danke schreibt, können wir mal zusammen zocken. Möglich wäre es, sende mir doch einfach mal deine PSN per Privatnachricht. Das können wir, wie gesagt, zukünftig komplett ignorieren. Wir werden es zukünftig direkt so machen, dass ich, wie gesagt, diese Gruppe freigebe. Unter die Videos werde dann immer auch nochmal drauf hinverweisen, bei multiplayerfähigen Spielen, dass es diese Gruppe gibt. Ja, und dann könnt ihr dann einfach im PlayStation Network und so weiter, könnt ihr dann nochmal nachgucken. Vielleicht mache ich auch noch so ein Tutorial-Video, wo man diese Gruppe findet. So, machst du gar kein Minecraft mehr, schrieb Hannes. Ja, doch schon. Wird noch kommen. Aber Minecraft ist halt so, Minecraft ist und bleibt immer interessant, das nutze ich halt nicht ab, aber ich brauche halt zwischendurch, wenn ich da mal, was weiß ich, so und so viel Folgen gemacht habe und so und so viel Zeit investiert habe, irgendwann brauchst du einfach mal was anderes. Ne? Das ist Minecraft, oder beziehungsweise die Art und Weise, wann ich Minecraft spiele und wie, das bewegt sich einfach in Zyklen. So. Was haben wir hier noch? Okay, jetzt kommen wir langsam. So ein Gefilde, diese sind schon ein bisschen länger her als 2 Monate. Das können wir dann mal ignorieren. Wir können mal ganz kurz auf Twitter gucken, ob da in letzter Zeit was war. Promotet hatte ich allerdings nichts. Weshalb ich davon ausgehe, dass dort keine großartigen Anfragen oder so waren. So. Pam, pam, pam. Dann schauen wir mal. Twitter durchsuchen nach. Wir hatten doch damals hier Hashtag Fuck Game Critics, glaube ich, war das mal. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wie gesagt, ich hatte es zwischendurch auch nicht eingestreut. Ich gucke mal, ob das hier nochmal irgendjemand benutzt hatte. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Dahingehend hat man nichts. Und dann gucken wir mal generell in unseren Account rein. Da freuen wir uns ja auch regelmäßigen Zuwachs. Also, wir sind jetzt, glaube ich, dabei 2200 Followern auf Twitter. Toll. Finde ich gut. Gerne weiter so. Was haben wir denn hier? Da eigentlich nichts weiter. Das meiste wurde dann schon in regen Diskussionen sowieso abgehandelt. Ende Gelände. Ja, ich meine, wir waren ja im Prinzip vorhin schon dort. Wir standen ja schon mit dem Pferd vor dem Gehöft. Und jetzt haben wir kein Pferd und müssen zu diesem Gehöft zurück.
Und was richtig mies ist, ist die Tatsache, man hört schon, das Summen. Diese Summen, genau. Dieser künstlichen Levelabgrenzung. Na toll. Im Prinzip wird man nämlich jetzt gezwungen. Ich werde zwar hier nochmal links ablaufen, weil ich nicht verstehen kann, dass das hier so funktionierte. Muss dann aber feststellen, dass wir tatsächlich durch den Fluss schwimmen müssen. So ein Blödsinn. Na gut. Aber so ist das halt. So, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, wir haben jetzt 30 Minuten aufgenommen. In ein paar Minuten wird übrigens gleich der Wechsel wieder auf den Originalton sein. Da werde ich an der Stelle natürlich die Aufnahme einfach beenden. Um einfach da einen vernünftigen Cut zu haben. Das heißt, es wird heute mal eine Folge geben, die tatsächlich etwas länger sein wird. Was dann auch dafür sorgen kann, dass ich mit der neuen Aufnahme dann doch... Also, dass ich mit dieser Aufnahme keine 4 Folgen fülle, sondern doch nur 2. Nee, sagen wir mal 3. Ach Mensch, schön. Na gut, dann haben wir das Ganze auch mal heroiert. Ansonsten, alles andere hatte ich ja immer meistens schon live beantwortet gehabt auf den Twitter-Account. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich kann es nur nochmal anfügen, dann schreibt ruhig unter dem, wenn euch irgendwas interessiert, dann schreibt ruhig unter dem Hashtag FAQ Game Critics. Ich werde auf die Schreibweise achten. Ansonsten durchstöbert da einfach mal Twitter, dort werdet ihr das dann finden, diesen Hashtag. Dort könnt ihr auch einfach Fragen loswerden. Jederzeit, die werden dann über einen gewissen Zeitraum gesammelt und dann wird es dann, wenn, und das passiert ja in bescheidener Regelmäßigkeit, es soweit ist, dass es dann hier wieder eine Folge gibt, wo mir die Kommentarspur verloren gegangen ist, dann werde ich dann einfach auf diese Fragen auch eingehen. Also dann werde ich die auch alle vorlesen, werde die im Einzelnen durchgehen, das spielt auch dabei keine Rolle, wie blödsinnig oder irrelevant diese Fragen sind. Das ist, wenn die euch interessieren. Ich werte das nicht. Ich beantworte die einfach. Ja. Was haben wir sonst noch? Was kann man sonst noch über die letzten Minuten sprechen? Gehe ich ganz kurz rein für eventuelle weitere Projekte. Na, derzeit versuche ich so ein bisschen zu streuen. Ich habe wirklich derzeit sehr, sehr wenig Zeit aufzunehmen. Den einen oder anderen wird es auch mal auffallen. Wir haben halt auch mal so 2-3 Tage, wo tatsächlich mal kein Video kam. Oder kommt, auch zukünftig. Damit muss man einfach leben. Ich bemühe mich um Regelmäßigkeit. Es wird auf jeden Fall, also es wird keine, ich gehe davon aus, dass es keine Woche geben wird, in der keine Videos kommen. Aber es kann auch mal durchaus sein, wie gesagt, dass halt 1-2 Tage dann halt auch mal nichts kommt. Aber wie gesagt, ganz besondere Zuschauer, die kennen das ja mittlerweile. War es im letzten halben Jahr. So, Spiele, die ich übrigens auch gern online spielen würde, für diejenigen, die es interessiert, die da mitspielen. Ich spiele leidenschaftlich gerne Battlefield, COD, also Call of Duty und... Moment. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig. Doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. So, ganz kurz noch zur restlichen Auflistung und natürlich FIFA, Minecraft und eventuell vielleicht auch noch ein bisschen Battlefront, wobei ich von Battlefront tatsächlich nicht so begeistert bin. Da war ich am Anfang ein bisschen gehypt, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher.
Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayawas ne yahte hagum sare am dahyayum ne skana se zagum haje. So, meine Zeit in dieser Aufnahme ist jetzt bald rum, darum verabschiede ich mich jetzt noch an der Stelle. Alles Wünschenswerte habe ich, glaube ich, jetzt erstmal ausgeplaudert. Ihr findet in der Videobeschreibung natürlich noch die Amazon-Links zu dem Spiel. Da ruhig mal reinschauen, falls ihr das Spiel selber noch nicht zu Hause habt. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, dann sollte es schon gewesen sein. Ich übergebe an meinen Vergangenheits-Ich, was jetzt weiter kommentieren wird. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.